So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Siedler 1 Amiga-Version. Ja, es geht heiter weiter. Und ich habe jetzt so entschlossen, nochmal einen älteren zu laden, technisch, ne? Hier, ne? Also. Weil es war so schön, habe ich gedacht, machen wir es auch nochmal. Vor mal 2 Stunden versuchen, mit dem gefreiten Leutnant zu besiegen. Das funktioniert nicht, wenn ich es mache, nur wenn die KI es macht. So, aber das sieht so auch schon ganz gut aus, oder? Sieht das hier gut aus? Wo läufst du denn hin? Wo war ich denn da? Ja, da habe ich noch einiges nicht erobert gehabt. Aber naja. Da habe ich unter anderem auch noch nicht diese Festung. Naja. Was soll's? Ich habe ja ein Brettholz. Schreitholz, Brettholz. Mhm. Holzbrett. Holz vom Kopf. Hey, da ist ein Offizier drin. Toll. Toll, toll, toll. Dafür packe ich mir nachher ein Eis. Ich glaube, ich muss erst ein bisschen warten, bevor ich wieder angreife. Ich bräuchte so ein Dutzend Hauptmänner. So ein paar Milliarden Tonnen Gold. Und eine Artilleriedivision wäre nicht schlecht. Und Lasersatellitenunterstützung. Ein paar Panzer und nein, U-Boote brauche ich nicht. Das wäre reichlich sinnvoll. Aber vielleicht eine Nuklearwaffe wäre nicht schlecht. Eine Atombombe. Ach, was soll's. Nehme ich eine Wasserstoffbombe. Wir wollen sie nicht untertreiben. Oder so ähnlich. Hey, ist Schluss hier mit Bug-Using, ja? Scheiß KI, ey. 3 Leute auf einmal auf dem Weg. Oder 5, oder keine Ahnung. Voll unfair. Kann ich auch nicht. Warum kann ich das nicht? Ich kann Esel machen ab dem zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, habe ich schon mal erwähnt, ach ja richtig, das habe ich bei Xenexi erwähnt, mit dem lustigen Esel-Video. Wo dann irgendwie 1 Million Esel durch die Gegend laufen, oder 10.000 waren es, glaube ich. Und die Straßen voll schwarz sind. Wegen den ganzen Eseln. Saugeil, wie ich finde. Also schön an dem Spiel ist, egal wie genervt man ist, man kann immer weiterspielen. 5 Minuten nachdem man genervt war, kann man schon wieder weiterspielen. Das kann nicht jedes Spiel von sich behaupten. Lauf, Männer, lauft! Ach, der hat den Stein gar nicht zur Baustelle getragen. Egal, Karl! Es geht weiter, weiter. Was habe ich denn überhaupt? Habe ich überhaupt noch 4 Kohlenminen? Oh, 4 Kohlenminen. Ich habe ordentlich Kohlen! Oder? Da wollen wir hin. Nee, ich habe gar keine Kohlen. Keine Kohlen! Ich bin arme Schweine, ey. Dabei habe ich doch schon irgendwie. Das ist mein zweiter Bauernhof. Apropos Bauernhof, habe ich überhaupt noch genug? Ja, geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Nein, irgendwo. Nö, geht nicht. Vergiss es. Nö, das geht nicht. Das musst doch du einsehen. Ich könnte da noch einen hinbauen. Ne, nicht so direkt. Nicht so wirklich. Das ist nicht so ganz das Wahre. Ne, was? Ha, brennt, Dummhütten, brennt! So, gleich mal hier ein Wachhaus hinbauen. Und da eins, und dann verbinde ich das. Total nutzlos. Jetzt ein Bauernhof hat er auch gut hingebaut. Oh, an den Bergen! Das ist eine Almhütte mit dem Großvater! Der Spaß mit der kleinen Heidi hat. Anderes Thema. Da, da, da. Da, 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 da. Das ist ein richtiges Geduldsspiel, hä? Kapiert? Geduldsspiel, Spiel, oh. Bin ich schon wieder angegriffen? Nein! Einer war der Meinung, das hat mit einer Menge an Soldaten, da ist noch einer drin. Ist das jetzt gut für mich oder schlecht für ihn? Ich würde jetzt gern angreifen, ne?
Vorher ist sicher. Bevor ich jetzt wieder Scheiße mache, wird gesichert. Mal einen Schlucker Milch trinken. Überspeichern wir den. Der deprimiert mich. Mein Kühler tritt gerade auf. Ich weiß nicht, ob man das hört. Mein Gehäuse ist nämlich gerade offen, weil ich es aufgemacht habe. Dann echt, du hast dein Gehäuse aufgemacht. Verfällt doch deine nicht existente Garantie, Mensch. Da, kann ich ja keine Flagge bauen. Das ist voll rassistisch und fein, dass ich da keine Flagge bauen kann. Kann ich nämlich seinen Weg nicht abreißen. Boah, ich hätte gerne die ganze Kohle. Kohle. Ich glaube, das werde ich jetzt ständig irgendwann im Let's Play machen. Wo willst denn du hin? Ach, du willst nicht zu mir. Ach so, ihr lauft ja da einfach nur ziellos durch die Gegend, weil ihr ja nicht mehr zu eurem Schloss kommt und kein Lagerhaus habt. Tja, ich hab ein Lagerhaus. Ich hab sogar zwei. Ja, ich hab einen ganz schön langen. Der ist so lang, ich kann zwei Lagerhäuser bauen. Ja, das sagt er jetzt nichts mehr, was? Ja, so lang ist der. Ich könnte hier noch einen Abkürzungsweg bauen, wenn ich schon nichts zu tun habe. Mein Abkürzungsweg wird gerade länger als der ursprüngliche Weg, glaube ich. Irgendwie. Kann man das? Nein, kann man nicht. Schade. Sähe, auf das etwas wachsen tut. Halt. Ich gebe mir da einen falschen Reiter. Ach ja. Ja, ich würde sagen, ich gehe dann erstmal eine Stunde AFK und lasse es einfach weiterlaufen. Das ist auch der Moment, wo ich froh drüber bin, dass es keine Beschleunigungstaste gibt. Ach. Stell dir das nur ein Desaster vor, es gäbe eine Beschleunigungstaste, alles würde total schnell laufen. Ha, wie ekelhaft. Schnell ist böse! Ist böse, ist im Busch! Hey, da kann ich noch eine Flagge bauen. Ich könnte dir auch die Flagge stehen lassen, damit noch mehr Zeug von mir zum Gegner transportiert wird. Noch mehr. Damit überhaupt mal Zeug zum Gegner transportiert wird. Vielleicht später. Super, der hat auch schon ewig Gold. Könnte noch eine sehr lange Runde werden, so wie Gold er hat. Boah. Das ist doch zum Kotzen. Und Schwerter und alles und sowieso. Oh. Ja, wenigstens hat der nichts mehr. Beziehungsweise er hat schon noch was, aber er kann nichts mehr machen. Ich bräuchte nämlich erstmal volle Wachhäuser, um mich anzugreifen. Und die hat er nicht mehr, weil seine Soldaten alle oben rumlaufen. Aber hier könnte er theoretisch noch was hinbauen, wenn er hat aber scheinbar keine Materialien mehr. Gute Sache. Gute Sache. What? Hey, könnten da noch eine Festung rein, können wir nicht. Aber bestimmt da. Ja. Die bauen einfach 2 Milliarden Wachhäuser um sein Land rum. Und gewinnen so. Ich gewinne durch schiere Masse. Das Problem ist, ich muss jetzt halt wirklich warten. Das ist das Problem. Ich habe nur nirgendwo abschneiden können. Das ist so ärgerlich. Ich muss ein Schloss irgendwann abschneiden. Also, das heißt irgendwann. Ich denke, wenn ich das dann noch einnehme und das, dann ist es auch für ihn rum, weil dann hat er kein technisch. Doch, er hat da noch ein Lager, muss ich wahrscheinlich das noch einnehmen. Und das vielleicht. Ja. Eins muss reichen, denke ich. Das da und das. Und dann ist bei ihm auch Schicht im Schacht. Schicht im Schacht. Ah. Kaum angefangen, tut schon wieder weh. Das ist ja schlimm. Ach nee, Moment, da muss man einen Doppelklick machen, ich Schlauchhund. 60. 96 waren es, ne? Ja.
70, 80, 84. Fehlen noch 12. 12! Fast so viel wie 13. Mein Gott! Sind fast schon die Limonaden am Werk! Halt, Moment, das war 23. Egal! Bis 12, 23, 87, alles dasselbe! Ich weiß gerade nicht so genau, was ich machen soll. Spannendes Let's Play! Ey, ich mach gar nichts. Okay. Ich scroll irgendwo hin, wo keine Leute laufen, um die. Verdammt, hier habe ich auch Animationen. Verdammt, es geht weg! Wenn ich irgendeinen Ort finde, wo keine Animationen sind, dann. Hier! Hier ist perfekt. Nein, das ist zu hoch, das ist zu hoch. So! Dann werden die Videos schön klein beim Rendern. Ich kann einen Schluck Milch trinken. Und hier ist verdammt warm in meinem Zimmer, warum auch immer. Können ja nur Lo aufmachen, irgendwann mitten. Helllicher Tag, sagt man urhelllicher Tag. Ich nehme nur auf, wenn es früh ist und so danach mir das, wenn dein. Ich nehme auf, wenn man halt so aufnimmt, ne? Also nicht irgendwann mitten in der Nacht, nein, sowas mache ich nicht. Oh. Auch ein schönes Bild, oder? Oh ja, da wird es richtig schön ein kleines Video, wenn ich das so mache. Das zeige ich euch jetzt erstmal eine Stunde lang, dieses Bild. Damit ihr euch jedes Detail einprägen könnt. Und dann mache ich es weg und dann müsst ihr es nachmalen, blind. Es gibt auch keine Möglichkeit, es dann irgendwie nochmal auf YouTube ein zweites Mal zu schauen. Das Video könnt ihr nur einmal schauen, danach geht es nicht mehr. Also kennt danach, dass ihr das seid und dann zeigt es euch nicht mehr. Und ihr müsst es nachmalen. Wer es am besten nachmalt, der bekommt 30 Euro von mir geschickt. Per WLAN geschickt. Der bekommt ein WLAN-Kabel von mir. Wer es am besten nachmalt. Aber ich glaube, wenn man zeichnerisch begabt ist, ist das wirklich kein Problem, das hier nachzumalen. Wahrscheinlich sieht es danach sogar noch besser aus. Und die Framerate springt mal wieder nach unten. Das finde ich aber nicht lustig, dass du das machst. Speichern wir mal. Da bewegt sich auch nichts. Spart auch wieder Zeit. Die bewegen sich immer noch mal, wenn das dann aufgeht. Ist das schon mal aufgefallen? So, sicherheitshalber Aufnahme noch neu starten. Und raus. Ja, dann verpiss dich aus meinem Haus, du Spast! Mein Gott, wer hat nicht angegriffen? Puh, und einer auf YouTube hat behauptet, man würde angegriffen werden, wenn man kaum Soldaten hat. Puh, die KI würde das erkennen. Als ob dieses Spiel eine richtige KI hätte. Das haben ja nicht mal neue Spiele. Ich kenne höchstens ein paar Spiele mit KD, ne? Also künstliche Dummheit. Also wer so ein Spiel sucht, Warwind 2, kann ich euch nur empfehlen. Ist grottenschlecht. Da gibt es eine Mission, die ist ohne Cheats gar nicht schaffbar. Super Level Design, muss ich schon sagen. Kann man sich nichts Schöneres vorstellen. Und da ist überall nur einer drin. Und da laufen Leutnants, fick dich, wo hat die her? Ich habe auch keine. Das hat nichts damit zu tun. Nein, es hat nichts damit zu tun, dass ich meine Soldaten vorher einfach mal verheizt habe. Können wir da nicht einfach die 1 doch da vorne hinhängen? Nur so? Nein? No. Schauen wir uns ein technisches Datenblatt an. Und passen auf den Stern auf, der sich dreht. Wie in der Realität. Ich habe auch so einen Stern vor meinem Monitor, der sich dreht. Ist vielleicht ein bisschen umständlich zu spielen, aber es geht. Sonst ist es total toll. 88. Mein Gott, ich habe 88! Ich habe Nazi-Soldaten! Yeah! Ich habe die Totenkopf-SS, jetzt kann der Feind einpacken! Oh. Ich kriege, glaube ich, irgendwann wirklich sehr viele Nazi-Abonnenten irgendwann mal. Hm. Ja, die will ich aber jetzt da noch nicht anschließen. Will ich voll nicht anschließen, nicht? Ne? Nein, doch, ja, hat super gepasst. Was?
Was läuft ihr da rum? Ich glaube, der hat mich angelogen. Die greifen mich doch an, wenn ich keine Soldaten habe. Wenn ich Soldaten habe, wenn ich nicht angreife. Was auch immer. Von wegen, er greift nicht an. Verarschen kann ich mich selbst. Sieht man ja in meinen Videos. Spost. Nein, Moment. Was macht ihr da? Greift sie mich jetzt an oder... Lauft ihr einfach nur betrunken durch die Gegend? Habe ich euch da irgendwo abgeschnitten? Ach, es... Ah, ja, jetzt ergibt Sinn. Die wollen, glaube ich, vielleicht hoffentlich nach Hause laufen, aber es gibt da ja keinen Weg momentan. Hoffe ich mal. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Und tschüss, Weg. Also entweder greifen die mich gleich an oder sie kommen nicht nach Hause, weil da kein Weg ist. So viel zur künstlichen Intelligenz in diesem Spiel. Ja, ich glaube, die kommen wirklich nicht nach Hause. Ich hoffe, die kommen nicht darunter. Das wäre unschön. Das wäre ganz doll nicht toll. Nicht so toll, ne? Das wäre ganz doll schlecht. Hey! Wow, gleich zwei auf einmal. Ich habe zwei Fliegen mit einem Schlag getötet. Ja. Wollte ich nur mal so erwähnen. Hey, ich habe fast genug Soldaten, um meine ganzen Häuser zu besetzen. Es fehlen nur noch 5. Da kommen ja nur 2 rein. Da ist natürlich der Leutnant drin. Fick dich deine Mutter, du Hurensohn. Scheiß Punk, ey. Nie sind sie da, wo man sie braucht. Schloss ist immer noch nicht voll. Weiß immer voll. Wer ist denn da? So hätte man den Weg nicht bauen können, wie? Nein, nein, das ist total inefficient. Wir wissen, was wir tun. Machen das schließlich schon ein paar Jahre, Mensch. Astloch. Dummes Astloch. Astloch. Oder so, keine Ahnung. Boah. Leutnants, Offiziere, fick dich. Wir dürfen jetzt der Hauptmänner nicht rausgelaufen kommen. Moment, hat er nicht auch einen Hauptmann? Was ich ihn angegriffen habe, hat er irgendwo mal einen Hauptmann rausgeschickt. Oh. Das wird eine sehr lange Runde. Sehr, sehr lang. Und der 3%. Ab 200 fängt es langsam an, interessant zu werden. Warte, ich hab doch 2 Goldschmelzen. Ich hab das Gefühl, dass mir Kohle fehlt. Kohle. Falsches Spiel, falscher Let's Player. Seine Statistiken, ich bin oben auf, natürlich. Ich bin oben, so wie sie es gehört, ne? Ja gut, aber das ist nur ein Bereich, der zählt ja nicht, ne? In den anderen 3 Bereichen bin ich ja führend. Und dass da alle steht, heißt es nicht, dass es alle Bereiche sind. Das ist einfach nur so. Das heißt Ale. Ginger Ale. Haben sie nur falsch geschrieben. Ja, die Entwickler damals konnten noch kein Englisch. Das müsst ihr verstehen. Ja, ich glaube, der Mission könnte ich den Button vielleicht mal brauchen. Ja, aber beim Roten geht es auch voll ab mit Land und allem. Und Häuser sowieso, bei mir geht's nur aufwärts und ja, das zählt ja hier nicht. Das zählt ja jetzt nicht. Ich krieg euch schon noch platt. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Was produzieren wir denn so? Wenig. Oh, viel Kohle. Trotzdem reicht's nicht. Hm.
Fischtier oder? Vielleicht soll ich euch ein bisschen weiter auseinandersetzen. Wäre vielleicht nicht verkehrt, hm? Vielleicht bringt das ja was. Weil die fangen recht wenig. Ich glaube, das war irgendwie so, wenn man sie zu nah aneinander gesetzt hat. Ich versuche einfach mal mein Glück. Ich meine, ich hab das Holz, ne? Was soll's? Ich hab ja noch ein Scheit Holz. Ah. Ja, ich hab Holz, Mensch, ich hab Holz. Holz, ein Pilz, ne? Pilz, was auch immer. So, haben wir noch irgendwo Wasser? Ah, ich kann doch nicht schwimmen! Ich kann doch nicht im Wasser bauen! Ich baue mein Haus im Wasser, am Wasser, nein. Obwohl doch, wenn eine Frau mich nervt, kann ich sie ertränken. Ha, brillant! Vielleicht bringt's ja irgendwas.